Ja, also ich bin Cornelia Steinecke und ich komme aus Hamburg, was man mir vielleicht auch ab und an mal anhört. Und ich komme von Green Planet Energy. Das ist eine Hamburger Energiegenossenschaft, die vor über 20 Jahren mal von Greenpeace gegründet wurde. Deswegen kennen uns viele auch noch als Greenpeace Energy, aber wir sind halt Green Planet Energy. Und ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, für faire und nachhaltige Energie zu sorgen, für alle. In den unterschiedlichsten Bereichen, also Ökostrom natürlich und innovatives Gas, aber auch Mobilstrom, Wärme bieten wir an, PV-Anlagen. Das ist so unser Geschäft und unser Anliegen und bundesweit bieten wir das an. Und ich selber arbeite im Geschäftskundenbereich und betreue zusammen mit einem Team die ganzen Geschäftskunden und Geschäftskunden, auch einige Hamburger Clubs dabei. Genau. Ja. Achso, eine Sache fällt mir noch ein, Stichwort Clubkombinat. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Also wir arbeiten seit 5 Jahren ungefähr zusammen mit dem Hamburger Clubkombinat. Und gemeinsam versuchen wir eben auch das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Also wir bieten Energieberatung an und haben auch Nachhaltigkeitstipps extra für Clubs und loben da auch so einen Club Award aus, also für nachhaltige Clubs. Ja, also ich bin da auf jeden Fall bei der Wissenschaft und die hat halt gesagt, immer wieder gesagt, jetzt auch gerade im neuesten Report wieder, dass wir halt die Erderwärmung stoppen müssen bei 1,5 Grad. Weil wir sonst das Gesicht der Erde so verändern werden, dass wir einfach kein normales Leben, so wie wir es gewohnt sind, weiterführen können. Und das ist mittlerweile ja so, dass, ich glaube, wir alle das schon mal selber auch mitbekommen haben oder gesehen haben, dass wir auch keine Zeit mehr haben, das aufzuschieben. Also wir kriegen das mit, Brände, Überflutungen, Stürme. Letztes Jahr waren im Ahrtal die großen Überschwemmungen. Das nimmt immer mehr zu und wir müssen handeln und es wird auch Zeit, dass wir handeln. Wir sind die letzte Generation, die noch was machen kann und es macht mir wirklich Sorge, dass wir so lange dafür brauchen. Und wie gesagt, also wir merken es halt alle selber schon. Mich hat zum Beispiel auch erschrocken, auch jetzt nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern auch Nachhaltigkeit, dass wir halt 70% der Insekten verloren haben. Ich meine, das ist einfach der totale Wahnsinn. Oder unser Plastikirrsinn, was wir da betreiben, dass man jetzt schon in der Antarktis Plastik findet oder dass sogar schon Mikroplastik in den Menschen nachgewiesen wurde. Und das sind alles Auswirkungen von unserem Handeln. Und wir können das stoppen und wir müssen das stoppen. Ja, also wir bei Green Planet Energy, wir haben natürlich die Wurzeln im Umweltschutz und wir bauen ja zum einen nachhaltige Energieerzeugungsanlagen und nutzen natürlich auch selber in unserem Bürogebäude den Ökostrom. Aber darüber hinaus machen wir das auf ganz verschiedenen Ebenen. Also ich gebe mal ein Beispiel, natürlich haben wir alle keinen Firmenwagen, sondern wir haben Lastenfahrrad bei uns im Keller. Und Geschäftsreisen werden selbstverständlich mit der Bahn gemacht, wo nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wir haben für die Mitarbeitenden, gibt es halt ein Angebot vom Sponsoring von einem Fahrrad oder aber von einer HVV-Karte, um hier in Hamburg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Beim Material ist es so, dass wir darauf achten, Plastik zu vermeiden. Wir haben also kein Wasser in Plastikflaschen oder dergleichen, sondern füllen das ab in Glaskaraffen, das ganz normale Leitungswasser. Wir haben keine Plastikkulis, sondern Holzkulis. Wir haben Recyclingpapier und versuchen aber darüber hinaus auch komplett papierlos zu werden. Wir haben auch zum Beispiel unsere Laptops, die sind refurbished, das heißt also secondhand, die werden dann wieder aufbereitet. Wir haben uns darauf eingelassen, oder das finden wir ganz selbstverständlich, dass wir, wenn wir bewirten, halt vegetarisch oder vegan bewirten. Und bei uns in der Küche gibt es halt nur Bio-Kaffee, Fairtrade-Tee, so um so einige Beispiele einfach mal zu nennen. Ja, also ich glaube, die größten Herausforderungen sind, was ich sagte eben, dass die Rahmenbedingungen geändert werden müssen. Ich greife das einfach nochmal auf.
Das ist doch nicht in Ordnung, dass es so viel günstiger ist, mit dem Flugzeug zu fliegen, als mit der Bahn zu fahren. Oder vielleicht sogar noch kleiner, wenn man sagt irgendwie, ja, warum ist es denn so, dass die Hafermilch, dass ich da 19% Mehrwertsteuer drauf zahle und auf die Kuhmilch aber 7%. Also diese ganze Lenkungswirkung. Und die Herausforderung ist, dass unsere Gesellschaft die Werte auch ändern muss. Also wir müssen aufhören damit, denen nachzueifern, die eben einer gewissen Gier hinterherrennen und denen alles egal ist. Also wir sollten dahin kommen, dass wir SUV-FahrerInnen verlachen und nicht sie anhimmeln und dass wir die wahren Helden und Heldinnen feiern. Also zum Beispiel auch die Clubs oder hier auf dem St. Pauli auf dem Kiez, die in Corona-Zeiten Essen an Obdachlose verteilen. Das sind die Helden. Oder die Clubs hier, die eben auf Nachhaltigkeit setzen und das voranbringen. Dass wir das feiern und nicht diesen falschen Idealen hinterherrennen. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir haben über Jahrzehnte Konsum, Ex und Hop gelernt. Und das halt zu verändern, das sehe ich als große Herausforderung. Aber ich sehe da auch einen großen Wandel und habe auch eine große Hoffnung, dass es da mit großen Schritten auch vorangeht. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass was für die Gesellschaft, für die Menschen, für die Natur, die Umwelt, die Tiere, was für die gut ist, was für alle gut ist, dass das eben auch leichter zu bekommen ist und günstiger ist als das, was schädlich ist. Also diese ganzen Folgekosten, ich sage jetzt mal zum Beispiel Massentierhaltung, ja, was wir da an Folgekosten haben und bezahlen müssen als Strafgeldern, das zahlen wir alle mit. Warum? Ja, und dass da ein Gleichgewicht stattfindet und dass da die Bahn gelegt werden, dass das nachhaltige Leben das neue Nonplusultra ist, dass das cool ist und dass eben auch alle, die mitmachen, die Menschen, die Clubs, die Firmen, dass die sich auch unterhaken, dass man sich irgendwie nicht mit dem Finger aufeinander zeigt und so, ja, du hast aber noch kein Recycling-Klopapier oder so, sondern dass man eher gemeinsam diese Sache feiert und sich unterstützt und das auch einfach bekannter macht. Das würde ich mir total wünschen, das fände ich super. Und ich würde mir auch wünschen, dass man mal wieder tanzen kann.